Hallo Kollege, heute müssen Sie eine Ersatzleistung mit der Baureihe 5047 fahren, da der sonst fahrende Zug im Eck ist. Also machen Sie den Zug fertig und fahren Sie diesen nach Wörgl. Gute Fahrt und somit herzlich willkommen zu meinem neuen Video im Trainsimulator 2020. Ich zeige euch heute, wie man den neu erschienenen 5047 von Skyhawk Games fährt. Zum Aufrüsten müssen wir mal in den Führerstand 2 wechseln. Koppelschalter, Batterie, na, dass ich es rausbringe. So, zurück mit Shift Steuerung Minus. Jetzt müssen wir Führerstand aktivieren. Anlasser drücken, den muss man leider halten, normalerweise muss man nicht halten. Jetzt können wir gleich mal die Bremse lösen und aufladen. Eins in die Shuttle. Also da ist er. So, er fährt. Die Steuerung schalten wir ein. Wir können auch schon losfahren, das heißt, wir schalten noch geschwind die Ding aus. Instrumentenbeleuchtung ein, Licht ein, muss man da auch einschalten. So, Bremse lösen, Türen schließen. So, jetzt können wir Bremse lösen. Cooles Feature, was ich entdeckt habe bei dem Zug, ich werde es kaum glauben, ich habe da einen Schalter, da steht Zuglicht, finster. Wie ihr seht, schalte ich den ein. Nicht. Das ist das cool. Wir haben Zuglicht. Ich glaub's kaum. Haben auch nicht viele Garnituren. So extra zum Einschalten jetzt, ne? Also ich finde das toll. Das gefällt mir irrsinnig gut. Wir können bedienen die... Oh, los, was mir auch gut gefällt, zum Beispiel, wie Sie sehen, ich bin da jetzt auf Umstellung zurückgekommen, also auf Nuller, und da steht Fahrschalter, Hauptstellung, Nullstellung, steht da, so. Das ist, finde ich toll, weil wenn man nämlich ohne Hund fährt, sieht man immer, wenn man den in der Mitte hat. So, jetzt können wir wieder aufschalten. Bremsen sollte man das Teil mit der indirekten. Wenn man mit zwei Garnituren fährt, also in Doppeltraktion, wenn man in Einfachtraktion fährt, habe ich gehört, dass einige Lokführer auch die direkte Bremse verwenden. Eine Cap drin. Extra für den Maverick reinbaut. Ja, hat sein Irrsinn. Ich finde den Zug irrsinnig schön, mir gefällt er echt schön zum Fahren, er ist lieb zum Fahren. Ja, was kann ich nur sagen, es gibt zwei Versionen, eben diese weiß schwarze, diese weiß-grau oder was das ist, blaue und die Elfenbeinblaue mit Flatsch. Das wäre da. Der hat den Flatsch drauf, ne? Der andere hat die Wortmarke drauf. So, jetzt bremsen wir uns dann einmal in den ersten Bahnhof rein. Das ist Schaftenau. Ja, für dieses Szenario, für diese Vorstellung habe ich einfach ein von mir umgebautes Szenario von der SSLO nochmal umgebaut. Ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, dass ich noch einen zusammenschuster. Ehrlich war. Gehen wir mal ganz leichte Bremsen schon mal rein. Bisschen stärker anziehen. Immer
mal auf 2 Bar, oder? Da müssen wir ein bisschen mehr gehen. Ja, Schnauze, jetzt nehmen wir die. Normalerweise nimmt man die dynamische nicht dazu. Aber ich bin drüber geschossen. Na super. Egal. Sehr geehrte Fahrgäste, die erste Triebwagen macht die Tür nicht auf, wenn wir zwei Fuhren stehen. Tut mir leid, Leon. Ich kann es nicht ändern. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen. Also lassen wir es. Haben wir heute wieder mal ein Hoppala gemacht. Als Triebfahrzeugführer wäre ich jetzt entlassen worden. Und da hätte zumindest einmal eine heftig am Deckel gekriegt. Ja, das ist, wenn man redet und nicht schaut. Und glaubt, das geht sich eh aus. Und dann hat man wieder den Hund benannt. Egal, was soll's. Es ist nur ein Spiel, Leute. Es ist wirklich nur ein Spiel. Ich bin zwar teilweise schon ein Perfektionist, aber über manche Sachen sehe ich einfach drüber. Es ist ein bisschen dunkel, gell? Ich glaube, ich würde das nicht vorstellen. Aber ist das besser? Ja, das schaut besser aus. So, schauen wir mal, ob wir Außenansicht kriegen. Oh, durch die Blume. Durch die Blume gefilmt. So, wir können eh gleich wieder stehen bleiben. Jetzt bremsen sie mich wahrscheinlich zu vorsichtig rein. Wenn wir gehen. Bremst da alles super. Also, ihr seht, nein, jetzt bin ich zu ruhig dran mit Bremsen. Wir bremsen uns halt schön langsam rein. Das war jetzt zu früh. So 50, 2 Bar. Jetzt bleiben wir wahrscheinlich zu früh stehen. Nein, das könnte sich sogar ausgehen, dass wir da schön bis zum Hütterl vor wenigstens ein Stückel noch. Stückel noch, ja. Ja. Ein bisschen weiter vorne hätte ich stehen bleiben können, ich gebe es zu. Aber diesmal habe ich es erwischt, diesmal stehe ich schön drinnen. So, dass ihr mal von außen auch seht. Innenansichten können wir auch geschwind durchgehen. Da haben wir ein paar. Noch mit dem alten Design von den Sitze. Ihr seht, das schaut alles ganz gut aus. Also, wir haben schon wieder abgefahren. Okay, den Fahrscheinautomaten zeige ich euch nachher. Da kommt der Fahrscheinautomat, weil ja das Teil schaffnerlos ist, wie man in Wien gesagt hat früher. Also ohne Zugbegleiter wurde am Anfang von den Triebfahrzeugführern übernommen. Das, ja, da habe ich vergessen, die alte Lok zum Tauschen. Und später dann wurden Automaten eingebaut. Das heißt, der Lokführer ist irgendwann einmal durchgerannt in irgendeiner Station oder was und hat die Fahrscheine verkauft. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ich weiß es wirklich nicht. So. Bisschen runter. Beim nächsten Signal haben wir dann 40. Jetzt rollen wir uns hin. Zeitmäßig sind wir sogar in der Zeit, mich wundert's. Also
Fahrplan relativ locker gesteckt. Ich hab nicht geglaubt, dass man es schaffen, weil man ja doch viel weniger Einschränkungen kann. Haben. Wenn man dann bei der Zugüberholung, was da kommt, zeige ich dann von außen nochmal schön. So viel gibt es da nicht mehr. Ja, den Spiegel muss ich nutzen. Wie gesagt, mit M. Ist weiter ein bisschen spät fast. Jetzt hätte ich ein bisschen spät bremst. Da haben wir jetzt glaube ich dann eine Überholung, wenn wir aufs Außengleis geleitet werden. Ich habe jetzt leider ein bisschen spät bremst, aber gut, das kann passieren. Ja Leute, Battle-Auftrag. Wer noch kein Abo hat, kann es da lassen. Daumen würde ich mich auch freuen, wenn es noch welche überhaupt. Immer gerne. Ich hoffe, ich gefällt das, was ich mache. Freut mich, wenn ich eine Reaktion kriege, ob positiv oder negativ. Hauptsache ich kriege eine. Ah, das ist... Ja, das da vorne. Das da, die zwei Punkte. Das ist ein Schutzsignal, nochmal erklärt. Heißt, Schutzsignal darf überfahren werden, nächstes Signal kann rot oder grün sein. Das heißt nur, dass man da drüber fährt, ja? Nicht mehr und nicht weniger. Und wie ihr seht, was mir auch gefällt bei der Lok zum Beispiel, also bei der Lok, sage ich jetzt bei der Prüfung, ist, dass man da... Also erst einmal zeigt er mir die Bremsen, wenn ich den Vorschalter da jetzt die dynamische rein tue, ist das aus und wenn ich auf 0 bin, zeigt er mir auch, dass ich auf 0 bin. Also das ist, finde ich, ganz toll gemacht. Also, aber ich glaube, das macht er in Wirklichkeit auch. Also mir gefällt dieses Feature. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Ja, stimmt doch, oder? Nein, aber in dem Fall gehört das wirklich so. Also, so. Gehen wir mal nach außen und schauen uns das Teil einmal an. So, was haben wir da? Da haben wir nicht viel. Da haben wir die zwei Versionen. Ich habe gesehen, auf der Website von Railwerks Austria gibt es mittlerweile schon ein Repaint, wo die zwei Garnituren getauscht wurden, praktisch mehr oder weniger. Das heißt, da hat die dann die Elfenbeinfarbene, die Wortmarke drauf und die Grau, Kieselgrau oder keine Ahnung wie das heißt, hat dann den Flansch drauf, hat es gegeben. Es wird sicher wird's noch andere Repaints auch noch geben. Irgendwann, ich hoffe, dass irgendwann einmal die Öse, die Güssef macht, da, diese ungarische. Ja, da sind ja welche hier verkauft worden und die es gab auch eine Version im City Shuttle Design, also das heißt dieses grau-rote, das komische, das war interessant. So, jetzt kommt da mal ein Zug, dann kommt der andere Gegenzug auch noch, dann haben wir es eigentlich. Die Beschriftungen sind irrsinnig schön, also wirklich klar, detailliert, wirklich schön. Jetzt war der andere Zug gerade hinter mir vorbei. Ne, das ist nur der Wiesel. Also man kann wirklich, wenn ihr seht, das Gitter, wo ist da Beschriftung, da, das kann man alles lesen, das ist sogar schön. Ah, der ist aus Krems, okay. Ja, das ist beim Hintern, ah, beim Hinteren, da haben wir dann... Federspeicherbremse ist gelöst, das sind die Bremsanzeiger da, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, das ist die Tankschicht. Und irgendwo muss das Vorrohr vom Häusl ja sein. Ja, wurscht. So, gehen wir rein. Da rauscht einer durch. Eine alte C42 mit die UICX-Wagen von der FS.
die italienischen, das ist auch Freeware. Die sind recht schön, die Wagen, nur das Problem ist, wenn es die abstößt, sind die trotzdem beleuchtet. Und das ist ein bisschen blöd, wenn die in der Abstellung sehen, sie stehen und das Licht ist auftrat. Das stört mir ein bisschen, aber ist nicht extrem schlimm, sage ich mal. Wir haben natürlich schon Abfahrt, aber wir können noch nicht, weil wir rot haben. Das heißt, wir müssen warten, bis wir grün kriegen. Und warum haben wir eigentlich das Fernlicht auftrat? Das können wir eigentlich wieder kleiner machen. Reicht auch. Wenn man in der Station steht, sage ich mal, reicht es vollkommen. Ja, Fenster kann man auch machen. Spiegel. M-Taste. Geht der Spiegel auf. Wenn ich die M-Taste auslasse, geht er wieder zu. Wenn ich die M-Taste drücke und dann kurz die Shift-Taste drücke, bleibt da offen der Spiegel. Das heißt, wir könnten uns jetzt so theoretisch raussetzen auf die andere Seite und nach hinten blicken. Müssen wir nicht, die Türen sind schon geschlossen, wenn wir schon geschlafen haben. So, das heißt, die Türen schließen, die Bremse lösen, bis sie aufschalten und mit M die Spiegel einklappen. Na, ist das lieb? Hallo, ich kann winken. Hallo. Der hebt da hoch. Lasst mir ein bisschen doof sein, Leute. So, da haben wir jetzt 60. Ja. Ein bisschen blödeln muss man auch. Und jetzt habe ich die Siffer nicht gedruckt. Jetzt hat er auf einmal Leistung verloren. Habt ihr es gesehen? Das heißt, wenn man die Siffer nicht gedruckt, er gibt keine Zwangsbremsung, sondern er nimmt nur die Leistung weg. Das heißt, man merkt es rechtzeitig, dann drückt man kurz die Siffer, dann fährt er weiter. Ja, weiß ich nicht, ob das in Wirklichkeit auch so ist. Ich finde es ganz angenehm, weil, okay, gut, der verliert Leistung, ich muss bremsen, ne? So irgendwie. So, jetzt dürfen wir da dann mit 60 reinfahren. Also das nächste Signal sagt einmal halt, langsam fahrt. Das heißt, wir müssen aber trotzdem ein bisschen bremsen. Wenn wir ja auf 85 runter müssen, ich glaube zumindest, so, das können wir dann mal wieder lösen und können uns langsam rollen lassen, da haben wir 120 erwarten, das trifft uns aber nicht, weil das auf der grauen Strecke ist, wir müssen da leider auf Wörgl rein und da ist ja dieser blöde, scharfe 2000er, aber der trifft uns auch nicht, wenn wir aufs Nebengleis geleitet werden, also somit das auch ganz gut, also ich sicher, ich habe gar keine Vorbeifahrt gemacht, das ist mir, naja, wurscht. So, jetzt schauen wir, dass wir da auf 60 kommen beim Signal. Ja, wie du zwar dreimal schnell bin, na mein Gott, lag dich nicht da. So, das war jetzt der Wiener, was rausgekommen ist. Ja, wir dürfen nicht abbügeln, Leute. Aber das ist ja, glaube ich, wurscht beim Diesel. Das heißt, wir lassen uns da reinrollen. Jetzt geht es nach rechts weg. Und dann haben wir es schon wieder geschafft für heute. Das ist ein Verschubsignal gewesen. Ein hochgestelltes. Jetzt geht es dann noch rechts rüber oder? Ah, gerade geht es eigentlich. Doch ein Stückchen nach rechts rüber.
Ihr seht, wir haben Rot. In Österreich heißt es Rot und nicht HPB. Das heißt, wir müssen vor dem Signal stehen bleiben. Jetzt kommt der ganze Zeit bei Bremsen Leistung abgeschalten, und ich depp. Ah, das bringe auch noch ich zusammen. So, wir sind in Wörl angekommen. Und somit war es das für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Blödsinn geredet. Wie gesagt, wer noch kein Abo hat, ich kann gerne ins Abschließen. Aber abschließen, das klingt wieder wie wenn ich bettel bin. Nein. Abo da lassen, wenn es wollt. Daumen da lassen, wenn es wollt. Es liegt alles bei euch. Alles kein Thema. Und wir haben es geschafft. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und alles Liebe, euer Andi.